Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens haben wir das eine Lager von diesen Kultisten waren es, glaube ich, zerstört, auseinandergenommen, einfach nur vernichtet. Jetzt sind wir beim zweiten Areal, glaube ich, ziemlich nah dran am Lager. Und wir müssen jetzt erst den Alarm zerstören, ne? War das so? Ich glaube ja. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie da hoch. Am besten wäre natürlich, wenn wir Sneaky Peaky da hochkommen würden. So viel zum Thema Sicherheit. So viel zum Thema Sicherheit, ich wollte es gerade sagen. Wir müssen wieder hoch, ne? Wir müssen da hoch wahrscheinlich. Da oben ist wahrscheinlich wieder der Alarm drin. Puh, wie gehen wir denn da am besten? Ich würde sagen, Geronimo rein, oder? Ist das eine dumme Idee wahrscheinlich? Da oben ist ein Typ, hier da drin habe ich hohes Gras. Versuchen wir so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben. Das ist kein hohes Gras, scheiße. Da oben bewegt sich was. Nee, bin ich da. Bin ich da. Alter! Ich brauch Heilung, das ist mein Ende sonst. Ach du Scheiße! Ich komm hier nicht rum! Komm hör auf! Wieso schießen die? Mach dich bereit! Komm hier aus der Grube nicht raus! Drüben komm ich raus! Ich versuch mal wegzurollen! Wir verschwinden, Leute! Haben wir jetzt den Alarm zerstört? Den haben wir ja gar nicht zerstört. Hat das jetzt keine Auswirkungen? Ist ja richtig dumm. Warum hatte das jetzt denn keine Auswirkungen? Das finde ich ein bisschen unrealistisch. Aber egal, wir lassen es einfach mal so. Für das heilige Land. Das sind wir gerade nochmal davon gekommen. Schlagsscheingel ist was? Ich werde mal nicht nachfragen, was Schlagsscheingel ist. Wir haben davon 20, also wird es wahrscheinlich nicht ganz so wertvoll sein. Leute, wir gehen zum letzten Lager. Das wird womöglich das finale Lager sein vor dem großen Endkampf. Habe ich so das Gefühl, also es... Das hält kann sich. Ich brauchen. Das kann ich auf jeden Fall brauchen. Gut, dass das hier überall wächst. Reinholz finde ich auch ganz nice. Werde ich erstmal nachcraften. Das finde ich auch sehr gut. Sind hier irgendwo noch heilende Bären? Hier zum Beispiel? Ja! Dann können wir das nochmal zwischenheilen. Oder das mal komplett aufheilen. Das wäre natürlich auch mal eine ganz optimale Sache. Ja, hier sind sogar welche, glaube ich. War das keine? Das war Reinholz. Achso, wir haben mich in der Folge gecraftet. Heilen kann ich mich? Ich kann mich heilen. Heile ich mich jetzt ganz voll? Nee. Okay. Ich würde auch gerne mal ein bisschen Heilung haben für den Fall, dass wir richtig gut einstecken müssen. Da hätte ich schon noch ein bisschen Heilung gern vorrätig.
Und auch ein bisschen Reinholzvorräte, damit wir nachcraften müssen. Falls da wieder so ein heftiger Endkampf kommt wie in der 10. Folge. Hashtag Epic, sag ich da nur. Also mal mit meiner Lieblingsfolge. Das soll ich nachvollziehen. Seine Dekadenz enden. Der hat mich nicht gesehen. Und die anderen auch nicht, wie es aussieht. Nice. Leute, hier liegt ein Toter. Würde nicht kommen und das gucken? Ich meine, das ist eine Attraktion hier. Habe ich extra für umgebracht. Kann ich den looten, ohne dass es wer checkt? Das ist eine heilende Beere, das finde ich gut. Das brauche ich. Das werden wir auf jeden Fall brauchen. Was ist das hier für ein Sumpf? Das ist eine Leiter. Kann ich da nicht ran hoch? Hey, das ist eine Leiter. Ey, lol. Achso. Tja. Ist auch lustig. Okay, mal kurz umgucken. Da kommt einer. Der sieht mich natürlich nicht. Alter, da kommen viele. Ich glaube, der kommt nicht an mich ran. Weil ich auf der Leiter hocke. Weiter! Nicht nachlassen jetzt! Lass mich doch hoch, wenn ich gegen dich kämpfen soll, verdammte Scheiße! Alter! Durch! Komm doch! Wenn wir ein bisschen... Okay, da drüben sterben auch schon die Leute, finde ich sehr schön. Ja, unsere Dudes sind auch schon da. Komm doch um die Ecke. Ah, will er nicht, okay. Alter, was ist das hier, Nahkämpfer? Kass mich mal. Easy. Noch eine Heilung. Auch easy. Rayon? Okay, nice, sehr schön. Da oben sind unsere Leute, wie es aussieht. Push it. Sag's mich mal. Verschwinde. Aua. Scheiße. Mit dem Wasser, Leute. Das Wasser brennt. Guck mal. Unsere Dudes. Okay, sehr schön. Leute, du gehst rechts und ich links, okay. Teamwork. Alter. Immer muss ich ins Wasser, was soll das? Ey Leute, hoch hier. Ey Leute, da ist eine Leiter. Alter, willst du mich verarschen? Ich bin gerade hochgekommen zu dir. Mann. Lass mich doch wenigstens so! Töten kannst du mich auch danach! Macht das den Alarm noch zu zerstören? Nee, ne? Ach, das ist mein Tutti, okay. Wo sind die Feinde, Leute? Das wird jetzt episch! Wo seid ihr denn? Früchtchen! Ich höre sie doch! Aber wo sind sie? Da ist ein Tutti, der Schaden kriegt. Okay, dann werde ich mich mal die Maschinen hier annehmen. Komm her! Guck her! Guck doch her, verdammt! Wo
Stufe 12 erreicht. Sehr schön. Hi. Ach, ich dachte schon, ihr seid gegnerische Krieger. Okay, Fertigkeitspunkt. Das werden wir gleich mal einsetzen. Aber wo ist die gute Frage? Drücke beim Ziel L1, um allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil anzulegen. Das wäre natürlich mega heftig. Ich bin echt am Struggling. Hey, das ist das freigeschaltet. Verlangsamt die Zeit, die eine Maschine. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist, um 50%. Was? Ach so, deswegen verlieren wir dauernd unsere Reittiere. Weil das eine bestimmte Zeit hat. Und das verlängert auf unbegrenzte Zeit. Nice, okay, das will ich eigentlich haben. Alter, das will ich haben. Nee, das ist Skinless. Jetzt haben wir noch einen Punkt. Wo setzen wir den ein? Sparen wir? Schnellere Heilung aus dem Medizinbeutel. Zusätzliche Heilung, das hätte uns oft geholfen. So. Haben wir es denn jetzt, die Leute? Nur noch eine Erinnerung. Haben wir das Lager geklärt? Okay. Begib dich zum höchsten Turm. Jetzt kommt wahrscheinlich das Final Battle. Aber wo Medizinbeutel? Ich bräuchte ja mal eine heilende Biere. Das wäre schon ganz nice. Was ist das da drüben? Ist das Reinholz? Reinholz brauche ich nämlich auch. Ich glaube, wir werden mal ein bisschen auf Kräutertour gehen. Das ist beides. Ne, da drüben ist auch eine heilende Biere. Oder was ist auch immer heilendes Zeug. Ich habe immer Biere, ich weiß auch nicht. 50% Gesundheit. Inhaliere ich mir gleich mal. Vorher verstanden wir 15, glaube ich. Jetzt kriegen wir 20% aus einer solchen Beere. Ich sag Beere, Leute, auch wenn es irgendwas anderes ist. Ross hat uns damals mit einer Beere das alles beigebracht, also sind es für mich Beeren. So. Wo in der Turm überhaupt? Gehen wir richtig? Ja, sehr schön. Einmal ist das GPS nämlich mega rumbacken. Deswegen gucke ich gerne mal auf die Karte. Bitte. Du dann! Ducky! Nee, wir lassen ihn leben. Ich hab doch keinen Grund, einen Dutan zu töten. Das brauche ich später noch. Das brauche ich nicht später, das brauche ich jetzt. Ich muss mich hier mal voll heilen. Ich habe nämlich in diesem Spiel noch nicht herausgefunden, wie man sich natürlich heilt. Ich glaube, das geht gar nicht. Oder? Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommis, wenn ich da falsch liege. Nora-Krieger. Nora-Krieger. Geilo. Hi. Wenn es keine Feinde sind, finde ich das gut. Sona, hi. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden, unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Was? Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Ja, Val. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Ich habe da kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich will nicht noch jemanden verlieren aus meiner. Wir warten auf euer Signal. Alles klar? Ich hoffe, er kann nicht sterben. Ich hoffe, er ist wirklich inständig. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Ich will noch einen Schicksalsschlag hinnehmen. Schicksalsschlag. Folge Wahl. Ja, dann geh doch vor, wenn ich dir folgen soll. Varl, kannst du auch ein bisschen schneller gehen? Varl! Ey, wenn wir jetzt hier zum Metallring spazieren, ne? Alter, kannst du mal schneller gehen? Er kann laufen, ne? Kannst du laufen? Okay, er läuft ja nicht laufen. Oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Varl. Du wirst es gleich sehen. Ich hoffe einfach, dass unsere Pfeile schneller sind. Schon haben wir gewonnen. Hier hoch. Wir sollen reden. Und hoch. Räuber leider. Erinnert mich gerade an Uncharted. Hallo, kannst du mir bitte helfen? Ah gut, ich dachte schon wieder weiter. Okay, jetzt darf ich vorgehen.
Kultistenschergen. Fühl dich nicht sozial, dass sie hier sind. Nimm du den da rechts. Das checken die. Das checken die sowas von. Das checken. Nee, das checken die sofort. Das sind zu viele. So, hier bin ich. Was hält der aus, bitte? Andere Tutti, mach das. Die lachen nicht an. Okay, ich dachte schon. Hast du nur das Schutzschild, damit ich Nahkampf machen kann? Niemand darf den. Nice. Gut gemacht, Bruder. Also er kann schon kämpfen. Finde ich gut. Wir sollten schleichen. Schleichen. Hallo. Hallo, wir sind hier undercover. Dass sie das überhaupt nicht gehört haben, wundert mich trotzdem. Ich schleiche trotzdem. Ich will ein Vorbild hier sein. So, jetzt sind wir hier oben. Guck mal da. Noch zwei. Nimm du den linken. So, den linken nehmen. Alles klar. Easy, der linke ist down. Siehst es. Da hat mich doch noch einmal gehittet. Nice, dass du auch einen schnellen Schlag ausführen kannst. Auch wenn er dich schon entdeckt hat, finde ich sehr schön. Weil ansonsten hättest du den normalerweise nicht wegbekommen. Es sei denn, du hast einen anderen Skill, den ich nicht kenne. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Ja, das ist natürlich das Schwere. Ach du Scheiße. Ah. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Oh ja, den kriege ich nämlich nicht weg. Ich habe keine Ahnung, wie man gegen den kämpft. Ich habe mir ja gehört, dass man unter denen durchrutschen kann. Also, na, ihr wisst ja. Durchrutschen und so. Wo ist denn die Lohe? Kultistenschergen. Wo in der Lohe Welt überhaupt? Der ist ziemlich weit weg, verdammte Scheiße. Wie soll ich das leise schaffen, bitte? Nee, wirklich, wie soll ich das leise schaffen? Der geht einmal hier rum, okay. Da vorne ist ein Kultist. Die sind alle ein Problem. Ich wurde entdeckt. Ich muss schnell zu der Lohe. Da! Ja, müssen wir. Wenn jemand, der heimlich kämpft. Ach du Scheiße! Ich muss schnell zur Lohe! Weg! Du musst die Lohe entzünden und zwar schnell! Ja! Versuch's doch! Versuch mal Hakenschlag und so weiter! Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Wo ist die Lohe? Nice! Sehr schön! Leute! Angriff! Los! Nice! Sehr schön! Jemand neben uns. Na schön.
Wir haben Probleme. Alter, was? Alter! Alter! Die Käfer, die machen mir so Angst. Brenner! Down. Alter, der Käfer, das ist das allergrößte Problem! Alter! Dieser fucking Käfer! Ich mach fucking nochmal einen Heiltrank, sonst bin ich down! Dankeschön! Boah! Noch eine Heilblüte! Mehr, komm! Alter, der Tutti kann mich mal! Ich such jetzt euren Trick! Der Trick funktioniert nicht! Scheiße! Und ich brauch dann mal noch einen Heiltrank, ne? Wer reizt? Hallo, Heiltrank? Alter, wir kriegen den noch nicht mal mit beiden Kräften down. Ich keine Ahnung, wie ich den ganzen soll. Wir werden einfach mal die ganzen kleinen Tutis hier wegmachen und dann können wir alle zusammen mit den Großen kämpfen. Leute, mit den Feuerpfeilen drauf, sollte das hinhauen eigentlich. Ja, das haut hin. Das kriegen wir so hin. Leute, ich kümmere mich kurz um die Tutis hier. Du kannst mal ganz getrosten Heiltrank geben hier. Alter! Heilung! Gib mir die fucking Heilung! Aloy, schwimm einfach! Geh weg! Kann ich untertauchen? Hier unten sollte er mich nicht treffen können, oder? Aloy, hoch! Fuck you! Mann! Wieso kommt mir der Wichser gerade mir nach? Mann! Scheiße, Mann, nein! Ich hätte unten bleiben sollen im Wasser, ne? Mann, das fuckt ab. Das fuckt jetzt gerade mega ab. Wieso läuft mir der Penner nach? Da drin sind 10 andere Krieger, die er nachlaufen könnte. Dann halt nochmal, und zwar mit voller... Sorry, Bruder, dass ich auf dich geschossen habe. Na. Wegmachen. Dann gehen wir weit auf den Großen. Der liegt am Boden, finde ich auch schön. Ich kann einfach mal den mal anzünden, ne? Weil der könnte jetzt dazu stoßen, wenn ihr wollt. Ich warf mich mal voll hier. Leute, wir müssen da vereint drauf, sonst geht er nicht down, der spackt ihn nochmal im Panzer! Leute, so macht man das. Wo ich sogar das Gefühl habe, dass Feuerpfeile gar nicht mal so heftig sind gegen sie. Siehst du mal. Ach komm. Ich krieg keinen Heiltrank von dir. Okay, der ist schon down, sehr schön.
Noel zu ballern macht so extrem viel Schaden. Jetzt kommt er zu mir. Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Das sind bis jetzt einfach nur die heftigsten Maschinen. Um Längen die heftigsten Maschinen. Meine Freunde haben da unten anscheinend Stress. Helfen wir da mal mit. Leute, wir gehen zusammen wieder vom Großen. Ah, das ist sogar schmal. Fuck you! Geh mal an. Feuerfälle, was ist los? Boah, was? Alter, das kommt unerwartet. Das kommt fucking unerwartet. Geh weg. Hey, Leute, lauf. Hier drüben ist das Ziel. Alter, was? Wie fucking viel Schaden? Muss weg. Vorratskiste. Leute, ich brauch fucking Heiltrank. Ja, gib mal bitte Loot, dann kannst du mir den Heiltrank droppen. Dankeschön. Alter. Hallo? Der ist versauen. Keine Chance mehr gegen uns. Ich hätte gerne noch ein paar Heiltränke, wenn ich ganz ehrlich bin. Und keine Wüstengläser. Stirb! Heiltrank bitte. Keine Metallscherben. Ja, ist auch gut. Gut gemacht, Bruder. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Puh, schön. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen. Es ist vorbei. Die werden niemanden mehr umbringen können. Oh ja. Die Mörder, die Verderbnis. Ich muss wissen, was bei all dem dahinter steckt. Ich folge immer ihrer Spur. Oh ja, und diese Mission war mal so intensiv. Dass wir einmal gestorben sind, hat es ein bisschen abgefuckt. Aber wir haben es am Ende doch geschafft, weil wir einfach unser Köpfchen mehr eingesetzt haben für Feuerpfeile und so weiter. Einfach Strategie, das ist doch wichtig in dem Spiel. Ah, schreibt eure Meinung zu diesem epischen Battle in die Kommis, Leute. Ich verbleibe mit einem Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.